Lotte Eisner ist vielleicht die letzte Person, die im Film das Gewissen der Welt ist, das noch überlebt. Also das von der Stunde Null an die gesamte Filmgeschichte selbst und in Person miterlebt hat und mit all denen, die Filme gemacht hat, befreundet war. Also begonnen von Méliès über Eisenstein, Chaplin, Fritz Lang, Murnau und ich weiß nicht wem aller. Die zweite wichtige Frage ist die Frage der deutschen Kultur. Sie wissen ja, wir hatten die Epoche der Barbarei in der Nazizeit. Da musste ja Lotte Eisner flüchten und da riss eigentlich auch das ab, was ich legitime deutsche Kultur nenne. Und wir hatten fast ein Vierteljahrhundert keinen wirklichen deutschen Film. Und durch Ihre Erklärung, dass wir jetzt wieder legitime Filmkultur haben, sind wir auch tatsächlich legitim geworden. Das heißt, das gibt uns eine ganz große Kraft. Und wir haben auch eine Brücke wieder geschlagen in die 20er Jahre. Die Kontinuität war also abgerissen. Und alles das, was der neue deutsche Film ist, ist im Grunde genommen eine vaterlose Generation. Ich denke immer, das habe ich damals auch in der Hitlerzeit gedacht, an Heine in der Fremde. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der Eichenbaum wuchs doch so hoch, die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang. Das Wort ich liebe dich. Es war ein Traum. Um nochmal ganz persönlich zu werden, Sie wissen ja, dass Lotte Eisner sehr krank war vor vielen Jahren, also 1974, und ich habe gesagt, das erlaube ich ihr nicht und bin zu Fuß gegangen von München bis Paris und irgendwie muss es wohl gemerkt haben und hat dabei sich dann geniert, einfach sich davon zu stehlen. Sie blieb uns also.